Hi, ich bin Christian Bischoff, Persönlichkeitstrainer und Life Coach, und in diesem Video besprechen wir drei Wege, die dich jedes Problem in deinem Leben lösen lassen. Alles, was du tun musst, ist, dich zu überwinden und den ersten Schritt zu tun. Und der Zeitpunkt ist genau jetzt. Vielleicht macht dir dein aktueller Job keinen Spaß oder du hast noch nicht deinen Traumberuf gefunden. Vielleicht hast du Probleme in deiner Partnerschaft oder finanzielle Probleme. Jeder von uns glaubt in seinem Alltag Probleme zu haben. Ja, wie gehst du damit um? Schritt Nummer 1 ist der Zentrale für dein Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein ist dein Guide, der dich durchs Leben führt. Lösche bitte ab heute kompromisslos das Wort Problem aus deinem Wortschatz. Komplett. Ersetze es durch das Wort Situation oder Wachstumschance oder vielleicht sogar Meilenstein. Weil wenn du Problem sagst, dann suggerierst du deinem Gehirn, dass es etwas, mit dem es total schwer ist umzugehen oder es ist vielleicht überhaupt nicht lösbar. Wenn du Situation zu etwas sagst, dann eine Situation sind einfach all die Umstände, die du in deinem Alltag hast. Nichts ist weder gut noch böse, erst das Denken macht es dazu, ist der Ausspruch eines alten Philosophen. Dinge sind nicht richtig oder falsch, sie sind nicht gut oder sie sind nicht schlecht, wir geben ihnen die Bedeutung. Und genau das Gleiche ist es bei dir, ob du zu etwas Problem sagst oder es ist einfach eine Situation. Ah, das Problem in meiner Arbeit ist, mein Chef ist ein Arschloch. Oder, ja, mein Chef, der ist halt so und so, so ist er, wie gehe ich jetzt am besten damit um? Also ersetze Problem durch Situation oder noch besser Wachstumschance. Das ist meine Wachstumschance, diese Sache gar nicht. Ich habe kein Geld, das ist jetzt meine Wachstumschance, finanzielle Intelligenz aufzubauen. Weil jetzt suggerierst du deinem Gehirn, hier ist die Möglichkeit, besser zu werden, nach vorne zu kommen. Und das ist doch das, was wir alle in unserem Leben wollen. Wir wollen wachsen, wir wollen besser werden. Wärst du zufrieden, wenn du heute da stehen würdest, wo du vor 10 Jahren gestanden bist? Natürlich nicht. Und genauso bist du vollkommen unzufrieden, du als Persönlichkeitsentwicklungsmensch, wenn du in einem Jahr genau da stehst, wo du heute stehst. Also es ist eine Wachstumschance. Oder noch besser, ich liebe dieses Wort, anstatt Problem sagst du Meilenstein. Da kommt eine Herausforderung und die ist für mich ein Meilenstein. Weil wenn ich diesen Meilenstein geschafft habe, dann habe ich eine viel, viel höhere Lebensqualität in meinem Leben. Sobald du das Wort Problem ersetzt, verschwinden jetzt auch die destruktiven Gedanken und Gefühle als allererstes in deinem Kopf, die du dir selber suggerierst, weil du immer von Problem, Problem, Problem redest. Problem kommt übrigens aus dem Lateinischen und pro, da steckt das Wort pro drin. Problem heißt für dich. In Wirklichkeit passieren diese Dinge für dich. Das Leben möchte dich besser machen und deswegen ist es eine Wachstumschance oder sogar ein Meilenstein für dich. Vor einigen Jahren hatte ich in meinem Christian Bischoff Club einen Teilnehmer. Also der Christian Bischoff Club ist, da sind wir ein Jahr zusammen und wachsen gemeinsam. Ein Jahr lang ist das Intensivste, was ich mache. Es war ein Teilnehmer, der hat zu Beginn des Seminars gesagt, oh, bei ihm ist im Moment alles scheiße. Guck mich an, ich habe 40 Kilo Übergewicht. Zu Hause mit meiner Frau habe ich nur noch Probleme. Ich möchte mich von ihr scheiden lassen. Dann in der Arbeit läuft es überhaupt nicht und er hat Finanzen ein Problem und er hat geschildert und geschildert und geschildert und geschildert. Und dann kam die Frage, Christian, was soll ich tun? Diese Frage war die vollkommen falsche, weil er hat den Schritt Nummer 2 falsch gemacht, wie du jedes Problem in deinem Leben löst. Nämlich, du hast eine Zielbeschreibung anstatt eine Problemorientierung. Das ist Schritt Nummer 2, Zielbeschreibung statt Problemorientierung. Schau, dieser Teilnehmer hat mir minutenlang geschildert, alles, was ist sein Problem. Das ist das Problem und das ist das Problem und das ist das Problem. Dann die Frage, was soll ich tun? Ich habe ihn gefragt, wo willst du hin? Also anstatt mir zu erzählen, in deiner Partnerschaft, was funktioniert im Moment nicht, wo willst du hin? Jetzt kommt nämlich die Zielbeschreibung, jetzt fängt dein Kopf an, auf eine vollkommen andere Art zu denken. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, willst du mit deiner Frau zusammenbleiben oder willst du nicht mit ihr zusammenbleiben? Dann war er erst dieses kleine Kind, nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Haben wir ein bisschen weiter geredet, kam das Ziel raus, ja, ich möchte mit meiner Frau zusammenbleiben, doch es soll wieder harmonisch sein, dass wir wieder bessere Gespräche haben, dass unser Sexualleben wieder besser funktioniert. So, und da war auf einmal die Zielbeschreibung.
Und genau das Gleiche hat er dann gemacht im Bereich Beruf, im Bereich Finanzen. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin pleite, ich habe kein Geld mehr, sondern das Ziel war dann, ich möchte jetzt wieder auf ein Nettovermögen von 100.000 Euro kommen. Schau an, was du damit in deinem Kopf machst. Wenn du nicht mehr diese Problemfokussierung hast, sondern diese Zielbeschreibung, wo will ich hin? Wenn ich im Profisport mit Leistungssportlern arbeite, ist es genau das Gleiche. Es geht nie darum, was ist das Problem im Moment, sondern was ist dein Ziel? Ich will Weltmeister werden, ich will Europameister werden oder ich möchte zu den Olympischen Spielen. Und dann ist die nächste Frage als allererstes, wie komme ich dahin? Was kann ich als nächstes tun? Und das ist Schritt Nummer 3, wie du auf Dauer jedes Problem löst. Wiederholen wir noch einmal. Erstens, streich das Wort Problem aus deinem Wortschatz. Zweitens ist, mach eine Zielbeschreibung. Und das dritte ist, fang an zu handeln. Komm ganz schnell ins Handeln. Sobald du diese Zielbeschreibung hast, frag dich, was ist das Erste, das ich jetzt tun kann? Was ist der kleine Schritt, den ich heute tun kann? Was ist das kleine Erfolgserlebnis, das ich mir heute selbst generieren kann? Und dann fang sofort an zu handeln. Komm ins Tun, in die Aktion. Und dafür brauchst du Glaube. Der Glaube an dich, den du aufbaust in Schritt Nummer 2 durch diese Zielbeschreibung, du weißt jetzt ganz genau, wo du hin willst, weil was du glaubst in deinem Leben, das wird Realität. Und wenn du an 2 Dinge glaubst, erstens an dich und zweitens an deine Sache, an dich und an deine Sache, das ist die Zielbeschreibung aus Schritt Nummer 2, dann fängt dein Unterbewusstsein Schritt für Schritt an, den Weg zu suchen, wie kommt es dahin? So, und jetzt überleg auf einmal, wenn du ab heute durch deinen Alltag gehst und du hast bei nichts mehr ein Problem, sondern boah, das ist jetzt halt einfach eine Situation. Der Kunde ist jetzt schlecht drauf, ist eine Situation. Jemand kommt zu spät, ist jetzt eine Situation. Oder zig Leute sagen Nein zu dir, wenn du ein Produkt zu verkaufen hast und du sagst jetzt, okay, das ist meine Wachstumschance. Wie kann ich das Produkt besser machen? Wie kann ich meine Überzeugungskraft steigern? Es ist ein Meilenstein. Ich habe einen viel größeren Erfolg, wenn ich diese Aufgabe jetzt löse. Dann machst du eine Zielbeschreibung, wo du hin willst und dann kommst du sofort ins Handeln. Jetzt passiert eins. Jetzt hast du in deinem Kopf hier nicht mehr negative Gefühle, weil das Leben dich unter Kontrolle hat, sondern du attackierst das Leben und fängst an, mit dem Leben zu spielen. Du wirst merken, je besser du Probleme lösen kannst, und das ist ein Schlüsselsatz, je besser du Probleme lösen kannst, umso erfolgreicher wirst du im Leben. Je mehr Probleme du lösen kannst, umso mehr Geld wirst du haben. Und ich benutze jetzt zum letzten Mal bewusst das Wort Problem. Ersetzen wir es gleich. Je mehr Situationen du finanziell lösen kannst, umso reicher wirst du sein. Je mehr Situationen du beruflich lösen kannst, umso erfolgreicher wirst du sein. Je mehr Gesundheitssituationen in deinem Leben du lösen kannst, umso langlebiger und glücklicher wirst du. Das funktioniert in allen Lebensbereichen. Je besser du dich auf deinen Partner einstellen kannst und an dir selber arbeiten kannst, umso eine glücklichere Partnerschaft wirst du haben. Deswegen sei dankbar für alles, was für dich im Leben passiert, für jede Situation, für jeden Meilenstein und für jede Wachstumsgelegenheit und werde einer, der dich selbst und die Welt damit erobert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es an alle weiter, die auch immer noch glauben, Probleme in ihrem Leben zu haben. Empfehle es ihnen weiter, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreib gerne deinen Kommentar hier unten rein, was du noch für Gedanken dazu hast und ja, freue mich, wenn wir uns im nächsten Video hören und denk dran, pass auf dich auf. Ich bin Christian Bischoff und ich bringe dich in deine Stärke zurück.